Union und SPD kehren geschwächt und lustlos zurück auf die Regierungsbank. Das heißt, für uns als Linke die Ärmel hochzukrempeln und als die soziale Opposition im Bund von links Druck zu machen. Die GroKo plant, mehr Geld in Rüstung zu stecken. Sie plant, das Hartz-IV-Unrecht zu zementieren. Und wichtige Themen wie Ostdeutschland und der Klimaschutz werden einfach nur stiefväterlichst behandelt. Kurzum, die GroKo wird den Rechtsruck nicht aufhalten. Ein Drittel Nein-Stimmen bei der SPD sind aber auch ein Beleg dafür, dass viele SPD-Mitglieder endlich wieder sozialdemokratische Politik machen wollen. Nur nach dem Mitgliederentscheid droht, dass sich viele enttäuscht einfach zurückziehen. Wir aber meinen, nicht Rückzug lautet das Gebot der Stunde. Wir meinen, es ist vielmehr an der Zeit, aufzustehen. Für Frieden, für Klimaschutz, für Flüchtlingssolidarität, für eine soziale Offensive für alle und für einen Sozialpakt, der sicherstellt, dass alle Menschen vor Armut geschützt sind und die Mittelschichten deutlich besser gestellt werden. Dazu schlagen wir unseren Kreisen vor, vor Ort zu Gesprächsforen, Ratschlägen und Aktionskomitees einzuladen. Wir schlagen vor, linke, enttäuschte Sozialdemokraten, linke Grüne und Menschen, die sich bewusst außerhalb von Parteien engagieren, einzuladen. Es geht darum, gemeinsam ins Gespräch und gemeinsam in Aktion zu kommen. Um welche konkreten Probleme man sich jeweils kümmert, soll vor Ort entschieden werden. Wir wollen von Bundesseite aus zwei Kampagnen vorbereiten, eine gegen den Pflegenotstand und eine für bezahlbares Wohnen. Diese konkreten Kämpfe sollen aber zu etwas Größerem weitergeführt werden. Es geht darum, das Nein zum Rechtsruck und das Nein zur sozialen Kälte der Eliten weiterzuführen zu einem Ja, zu einem sozialen Aufbruch, der begeistert, und zu einem Ja für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.